Willkommen zu meinen Übungen auf der Gitarre. In diesem Beitrag schauen wir uns eine Country-Begleitung und einen passenden Lauf dazu an. Achte mal auf meine rechte Hand. Du wirst sehen, in der Begleitung, in der Liedbegleitung und im Lauf hat meine rechte Hand immer die gleiche Bewegung. Im Lauf ist die Bewegung klein, wenn ich Akkorde schlage, ist die Bewegung groß. Bei meiner linken Hand achte mal darauf, wann ich den Mittelfinger liegen lasse. Wenn er nämlich nachher wieder am zweiten Bund der A-Seite gebraucht wird, lasse ich ihn auch auf dem zweiten Bund der A-Seite liegen. Schau das einmal langsam an. Jetzt bleiben die Finger liegen. Jetzt hebe ich auf. Jetzt lasse ich den Mittelfinger liegen und der Ringfinger kommt wieder dazu. Noch einmal, ich fange mit G-Dur an. Ich fange mit G-Dur an. Jetzt brauche ich eine Leerseite, da hebe ich die Finger auf, setze den Mittelfinger wieder dazu. Jetzt liegt der Mittelfinger und der Ringfinger kommt dazu.